Road to Glory by Jill and Sai. Gym aesthetics at its finest. Von MG Fitness und wir haben schon Ralle und Kalle gesichtet. Wir haben ein kleines Happy Birthday Geschenk für Kalle mit am Start, denn er hat heute Geburtstag. Wurde 21 Jährchens jung? Nein, ja. 25 tatsächlich. 25, 89er ja. Baujahr, der Jungspund. Lass uns mal kurz überraschenderweise hinmarschieren. Ich habe auch noch ein Geschenk für euch. Ja. Ich habe echt noch. Nee. Fast. Also ich schenke euch den Porsche. Und noch, also ich weiß, dass ihr euch mit den Macros gut auskennt, ja? Ja. Aber so die Gehirnfunktion, ja, das sind ja öfter. Jetzt kommen wieder rein. Oh Gott! Oftmals für die Micros. Möchte RT vielleicht mal einen Wurf testen? Ich weiß nicht, dass er die Scheißerei kriegt, oder? Was? Alles Haarfall, alles. Wobei, ja, wobei Jungs, das, ich meine, das tut ihr jetzt auch. Oh, das ist ein Tag, oder? Ein Extra-Scooper-Schein zu bessern. Nein. Bitte schön. Das hat keinerlei Auswirkungen. Wir haben nämlich heute White Heat getestet. Kennst du White Heat? Ja, das VPX fand ich eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Es hat einen ziemlich stimulantienlastigen Booster. 400 Milligramm Koffein auf den Scoop, ja. Und ihr wisst ja, wir hauen den Extra-Scoop rein. Also ich glaube, wir werden gleich tanzen gehen. Also wir sind heiß. Also wir wollen das Haus rocken. Also Zwischenresümee von White Heat können wir durchaus sagen. Ich bin gespannt, was er gleich kann. Ja, ich bin heiß. Ich will richtig langsam anschieben. Langsam die Streifen unterm Shredder-Shirt also, sagen. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Für die Boys. Habt ihr eigentlich bei Dead Extra Scoop, ich habe noch gar keine Kategorie entdeckt, wo ihr die Booster auch Trainings zuordnet. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, man hat jetzt ein krasses Volumentraining oder ein High-Intensity-Training. Also wenn ich jetzt beispielsweise nur eine Dreiviertelstunde ins Gym gehe und eine halbe Stunde kurz alles hit, oder in 2 Stunden Volumentraining machen. Da mache ich in der Regel immer 90-Minuten-Session draus. 90-Minuten-Sessions, oder? Ja. Dass sie wirklich alle dieselben Testkriterien haben. Das soll ja fair zugehen. Wir haben übrigens unseren Tunnelblick bekommen. Nee. Wir haben einen Tunnelblick auch am Start, haben wir hier. Oh, shit. Vielleicht folgt da ein Redexas-Buch. Das kann haarig werden. Das kann aber ein heißes Thema werden. Das kann haarig werden. Ihr wisst ja, die Jungs nehmen kein Blatt vor den Mund. Aber was für eine Ehre, ja. Das ist kein Witz, dass Kalle heute wirklich Geburtstag hat und dass wir heute mit ihm das Gym rocken gehen können. Sollen wir alle Happy Birthday singen, ja, oder? Würde ich mal sagen, oder? Ja, also, bei drei, komm. Eins, zwei, drei. Kameramann! Ganz kurz was zeigen, Jungs. Das habe ich im Ralle gestern Abend geschickt. Ich habe es auch Instagram auch hochgehauen. Ich zeige es zu euch erst, dann zeige ich es in die Kamera. Das war gestern Abend noch. Was? Gestern Abend wurde mir so ein Kuchen gemacht und ihr wisst ja, ich ernähre mich vegan und da hat so eine Braut Eierlikör reingehauen. Und dann musste ich vollkommen abgägen, abscheißen, alles was ging, ja. Und das Ding aus allen Rohren halt gefeuert, gell. Ich hab gesagt, nach dem verfickten Kuchen, ich weiß nicht, was abgeht, Alter. Also das war mega räudig und dann habe ich mich hier hochgeschlaucht, als ich bis 14 Uhr noch da bin. Ich habe nur gehofft, so hoffentlich kacke ich nicht in den Rari rein, Mann. Ich finde, das ist schon so eine kleine Ausrede für die jetzig folgende Gym-Session, ja? Schon ein bisschen an der Rocker. Ja. Jungs, ihr wisst ja, Mann, auch wenn die einen extra Scoop nehmen, Mann, mach ich sogar ohne Booster noch. Ja. Ah. Ja. Das ist auch ein Cut wert, oder? So Leute, ich weiß gerade gar nicht, in welche verdammte Kamera ich reinschauen soll. Gestatten. Sind ungefähr 5 Stück gestatten. Road to Gains. Und wie ihr schon erkennen könnt, wir haben ja einige Booster genommen. Ich muss natürlich zunächst mal die Prolex ausziehen. Denn das gibt's von den Road to Glory Jungs natürlich massiven Hate. Ich hab schon mit Sai gesprochen, er lässt ja schon seit der FIBO seinen Bartfusel wachsen. Ich meinte, er hätte wenigstens für heute die Zeit nehmen können der feinen Rasur. Ihr wolltet mehr Content haben und natürlich auch bessere Kameraführung. Wir haben beides kombiniert. 2 Fliegen, eine Klappe geschlagen. Dampels begrün die Brust und explosiv raus. Und nicht ganz durchstrecken. Und ich verspreche im Part 2 hier. Zieh ich mich aus. Es wird sich ausgezogen. Die beiden Jungs machen oben ohne, ich mach unten ohne, weil ich gerade unten mehr Punkt drin hab. Finde ich geil. Wegen euch aber auch. Okay. Wegen euch auch, gell? Und natürlich bitte wegen mir. Das musste sie jetzt sagen. Shit. Nicht mehr gerne Penispumpe. wegen der natürlich auch. Plus, ich meine, das Produkt wäre nicht schon so lange auf dem Markt, wenn es ein Scam wäre. Brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Haben wir nicht nötig. Yeah.
mir nicht nötig. Zeigen. Wenn du sowas tust, dann verlasse ich dich. Da verlässt du mich. Ja, das ist, dann, so, das ist zu groß. Was sitzt dran? Da sind Ohren wieder raus. So, let's head. Go. Die Luft macht fertig. Jetzt kommt der Praxispart bei uns. Gleiches Beispiel, ich hab, wenn ich euch von da hinten hier seitlich reinfilme, habe ich den, der auf der Bank steht, komplett drin. Das heißt, diesen Bereich, wenn du hier die Übung ausführst, habe ich vollkommen drin. Also wir das machen heißt, ich brauche mich nicht davor stellen. Und wir machen einen Praxispart, würde ich euch bitten, jeder einen Satz. Genau. Genau. Nee, das ist deswegen auch mal. Ja, das ist Mr. Carl. Bei mir genauso, Mann. Ja. Kriegst du deswegen auch mal so Legen? Ja, Mann, ich hab sauber oft deswegen Legen, Mann. Genau deswegen. Kann man zeigen, dass die Streifen... Oh, die Gains! Gains! Dass die Streifen da sind! Ja? Shield, Mann. Oh, für 2 Jahre brauchst du gar nicht schlecht, ne? Ja. Das geht, ja. Ja. Lässt sich sehen. Also für so Freeletics in letzter Zeit... Für einen Fußballer? ...finde ich, hat sich ganz gut gehalten, gell? Wir zeigen nochmal Praxis vielleicht. Du erklärst vielleicht, obwohl ich nimm mir ein Gewicht, wo ich glaube ich auch noch ein bisschen reden kann. Was nehmen wir? 37,5? Oh, das ist ja... Das ist, ja... Ja, ne? Das ist ja noch halbe Platon-Training. Ja, ich bin auch, das passt so zur Form, das Gewicht. Ja. Auf eine Rap jetzt. Ja. So, die Banks plotten. Mal hier und dann müssen wir an euer, hier an Jills Intensity-Gewicht anpassen. Genau. Und wie schon, ja, wir wollen ja keine Slut-Raps machen, ja? Ihr wollt ja keine... Nein. Schlampigen Raps haben. Ja? Man will sich ja nicht in der Öffentlichkeit mit Sluts blicken lassen, oder? Das kann man hier und da für sich mal machen, aber in der Öffentlichkeit... Zeig, würdest du bitte aus dem Bild verschwinden? Gib mal! Am ersten, jetzt greife ich und gib ihn Gegenwurf. Und gib ihn. Jawohl, weiter. Brauchen wir wieder einen Beweis, dass auch Frauen hart trainieren sollen. Ne? Ja, ja. Denn ich meine... Ich gehe extrem stark davon aus, dass es mit den beiden Jungs voll ans Limit geht. Immer. Und die hat einfach einen guten, straffen Körper. Er kann einen kranken Muskel lösen, wenn man denken würde. Sauber. Sehr schön. Komm. Geht noch aus. Sehr schön stark. Topst du mir wieder ins Auge? Komm, top mich an. Top mich an. Ui. Ui. Yeah! Tschüss, Mann. Der kam schon. Yeah! Der kam schon halb hart. Ja, Mann, kurzer Clip auf IFA. Tropfen vom Gesicht. Also, ich würde sagen, das ist ein passendes Ende fürs Video. Ich sage euch auch eins, warum unsere Channel auf Dauer besser ankommen werden. Weil wir halt immer auch Fortschritte haben. Jedes halbe Jahr Gains und sowas, einen anderen Look. Es gibt keinen anderen YouTuber, der Games macht. Irgendwie andere sagen, und die anderen machen ja keine Games, Mann. Ja. Und die sind voll ab. Trotzdem fangen wir beispielsweise die Schulter drücken an. Ja. Was dann fast nur auf die vordere Schulter liegt. Das heißt also, wir wollen jetzt im Endeffekt Schultertraining ein bisschen customizen. Ja, das ist ja nochmal hier ganz gut mal Zoom drauf machen, würde ich sagen. Dadurch haben wir erstmal gleich 2000 Klicks mehr. Und weitere 1000, wenn ich jetzt nochmal ans Player. Und ich weiß dazu, wenn du wegen das Ralf sich hinstellt. So. Ähnliches Problem. Wie halt das übrigens? Ja, sehr gut. Gestatten, Arti am Göbel. Bleifußralle hat gerichtet. Oh, bei Arti läuft gerade nicht. Ich hoffe, man sieht. Was hast du angerichtet, Ralle? Ja. Nice. Und jetzt musst du ihr auf Zunge geben. Schön am Kotzen. Sie kriegt jetzt noch nicht mal mehr den Hahn im Mund. So, dann halt mal am besten dort. Gluck, 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 gluck. In diesem Sinne würde ich fast sagen, beenden wir den heutigen V-Log mit Artis Gekotze. Ralle bekommt das Schlusswort. Leute, die Maske kommt.